Guten Abend, Piccolina. Du bist jetzt sauer auf mich, stimmt's? Das wäre ich an deiner Stelle auch, aber ich... Du hättest doch wenigstens mal anrufen können. Da gibt's Momente, wo man sowas vergisst. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was das für Momente waren. Kathi, glaub mir, es ist nicht so, wie du denkst. Du verbringst den Abend lieber mit Clarissa als mit deiner eigenen Tochter. Ein toller Vater bist du. Warte doch! Es stimmt. Ich war bei Clarissa und ich habe mit ihr gesprochen über dich und die Geschichte mit Gebhard. Hör doch auf. Sie war so gemein, da habe ich mich so reingesteigert, dass ich es einfach vergessen habe anzurufen. Ich habe sie richtig zur Schnecke gemacht. So kann sie doch mit meiner Tochter nicht umgehen. Ich habe ihr klipp und klar gesagt, wenn sie sowas nochmal macht, dann gehe ich sofort zur Polizei. Ich war außer mir. Und Clarissa? Sie hat zuerst alles abgestritten. Aber ich sage dir, da sind die Fetzen geflogen bis eben. Am Ende war die Clarissa so klein, mit Hut. Mama mia, der habe ich's aber gegeben. Das hast du echt gemacht? Ja, nur für dich, weil ich dich liebe, Kathi. Und ich dachte, du... Kathi, dachtest du wirklich, ich hätte dich vergessen? Piccolina, ich werde dich nie vergessen. Auch nicht, wenn du wieder in Italien bist? Nein, niemals. Und das mit dem Hummel, das holen wir nach. Und zwar gleich morgen Abend. Versprochen? Versprochen. Na denn. Also ich würde nicht drauf wetten, dass er dich heute Abend abholt. Ich wette, dass er dich heute Abend sitzen lässt. Was soll das denn heißen? Ach, die ganze Aktion gestern war doch absolut typisch für Roberto. Erst große Versprechungen machen und dann nichts halten. Er hatte seine Gründe. Ja, die waren blond und hatten Zeit für ein paar Aperitifs. Haha. Lass, Gero. Kathi, ich kann verstehen, dass du deinem Vater glauben möchtest. Aber ich kann dir versichern... Was redet ihr eigentlich für einen Scheiß? Roberto war bei Clarissa gestern Abend. Deswegen konnte er nicht mit mir auf den Rummel. Roberto war bei Clarissa? Achtung, jetzt wird's interessant. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Roberto hat Clarissa zusammengestaucht, bis sie so klein mit Hut war. Was hat er? Na, er hat ihr den Kopf gewaschen, weil Clarissa mich mit Mark Gebhard reingelegt hat. Roberto, der Rächer. Da muss ich lachen. Na, aber es stimmt. Roberto war stinksauer, dass Clarissa so gemein zu mir war. Darum ist er gestern Nachmittag zu ihr. Und bis zum Abend geblieben. Ja, er hat sich voll reingesteigert. Fragt sich nur in was. Wer war das denn? Ach, das eine flüchtige Bekannte, nicht so wichtig. Kathi, was ist denn? Wir wollen auf den Rummel und du machst so ein Gesicht. Freust du dich denn gar nicht? Doch, aber... Was aber? Ich habe gerade überlegt, wie oft wir noch was zusammen machen werden. Piccolina. Ja, wer weiß. Vielleicht ist das ja heute unser letzter gemeinsamer Abend. In ein paar Tagen fährst du zurück nach Italien und wir sind wieder ganz allein. Kathi, glaub mir, ich werde euch auch vermissen, sehr sogar, aber es geht nun mal nicht anders. Komm schon, mein Schatz, noch bin ich ja hier. Also wenn meine kleine Bambina nicht sofort ein anderes Gesicht aufsetzt, dann gehe ich allein auf den Rummel. Kommt ja überhaupt nicht in Frage.